Hallo, willkommen zurück zu Back to the Future. In der letzten Folge haben wir versucht, Doc zu befreien, wurden dabei von Edna Strickland unterbrochen, die mit ihrem Fahrrad angefahren kam, sich in der Polizeiwache versteckt. Hier liegt unser Raketendüsenbohrer, da ist das Fahrrad, und Doc ist in einem Polizeiwagen abgeführt worden. Jetzt gucken wir mal, wie verfolgen wir ihn? So wohl nicht. Dann brauchen wir das Fahrrad. Ednas Fahrrad ist niemals schnell genug, um den Polizeiwagen einzuholen. Oder vielleicht doch? Naja, wohl eher nicht. Es sei denn, wir kombinieren die... Wenigstens hat es das Raketenteil in einem Stück überstanden. Raketen mit dem Fahrrad. Das sieht jetzt ungefähr so aus wie mein privates Fahrrad. Faszinierend. Sorge, Doc, ich hol sie da raus. Sei vorsichtig, Marty! Ich kann das Schloss nicht öffnen. Es gibt einen Schlüssel, aber der ist wahrscheinlich vorne. Warum ist der Schlüssel denn nicht hinten drin? Nein, das war die falsche Taste. Bin gleich zurück. Ich warte hier! Können wir hier noch irgendwas von dem Wagen abbauen? Was macht er da drin? Das frage ich mich auch. Die Schlüssel! Aber das Fenster ist geschlossen. Vielleicht können wir das Fenster unauffällig mit dem Dings hier, mit dem Rackkreuz einschlagen. Warum sollte ich da mit einem Montiereisen draufhauen? Ja, okay, dann nicht. Vielleicht könnten wir die Antenne dafür nehmen. Kitten fährt den Laster. Kittennen! Das erklärt einiges. Bin gleich zurück.
Keine gute Idee, die Radkappe darauf zu werfen. Ach komm. Ich muss ihn irgendwie ablenken. Überlass das mir! Hey, Fahrer! Sie fahren viel zu schnell und wie Sie die Kurven nehmen. Oh, schnell! Wollen Sie mich umbringen? Mir gefällt nicht, wie Sie mit mir reden. Und dieser Sitz ist äußerst unbequem. Haben Sie ein Sitzkissen für mich? Hey, Fahrer! Ich rede mit Ihnen! Ignorieren Sie mich nicht! Du! Danke, Doc. Schätze mal, darum nennt man sie der Blitz. Woher wusstest du? Ich habe meine Quellen. Alles klar. Schlüssel, Tür öffnen. Weg, Wie läuft's da? Naja, geht so. Es bleibt hängen. Hilfe! Wie viel Schuss hat er in dem Ding? Wo bist du? Verdammter Mistkerl! Wir brauchen etwas, um die Handschellen loszuwerden. Ja, die Waffe. Oh, ist das eine Rettung? Das war der Plan. Doch. Was? Irgendeine Idee? Dutzende. Aber keine, die uns helfen würde! Was machen wir jetzt? Ich hatte gehofft, du wüsstest es! Warum konnte ihr Jüngeres nicht kein Hoverboard für uns bauen? Das wird erst in 84 Jahren erfunden werden! Der Gashebel, Doc! Warum? Oh! Sind Sie okay? Mir geht's gut. Ich frage mich allerdings, welche bizarren Auswirkungen es auf die Zukunft haben wird, dass mein jüngeres Ich ein fliegendes Fahrrad erfunden hat. Wussten Sie, dass das passieren würde? Ich hatte einen Verdacht. Die Raketen sind mir immer explodiert. Was machen wir jetzt? Wir reisen jetzt nach 1986 zurück, bevor unsere Interaktion mit der Vergangenheit eine unheilvolle Zukunft hervorbringen. Wo hast du Einstein gelassen? Doc? Er ist doch nicht im Tierheim, oder? Nein, aber ich glaube, wir haben im Moment größere Probleme. Gütiger Gott! Was? Das? Doc! Was ist passiert? Ich weiß es nicht.
aufpassen, dass wir uns nicht selbst begegnen. Hey, Leute. In Ordnung, McFly. Gehen wir zum Boss. Dann müsste Tennant von einem jungen Polizisten namens Danny Parker verhaftet werden. An Abenden wie diesen fürchte ich, dass nichts Hill Valley davor retten wird, in Chaos und Korruption zu versinken. Vorbei. Nichts ist vorbei, bis Kid Tennant sagt, dass es vorbei ist. Oi. Okay, das war jetzt für mich etwas überraschend, dass hier schon das Ende kommt. Aber ich habe ja das komplette Spiel, also alle 5 Episoden. Wenn euch das Ganze gefallen hat, dann hinterlasst bei Facebook oder YouTube ein Like, Daumen hoch. Dann, wenn genug Interesse besteht, spiele ich dann die nächsten Episoden auch noch durch. Also Bock hätte ich schon, aber natürlich soll euch das Ganze auch gefallen, weil der Aufwand mit Video aufnehmen und schneiden, das ist ja nur mal ein bisschen Arbeit, ne? Auf jeden Fall danke fürs Zuschauen und vielleicht sehen wir uns bald wieder in Zurück in die Zukunft. Das Spiel. Ciao.